So, da sind wir wieder. Die Verbindung nach Berlin steht. Und Herr Zittelmann, wie geht's Ihnen in Berlin? Da wird ja gerade viel entschieden zum Thema Miete. Und wir haben ja gerade gesehen, der Mietendeckel wurde für verfassungswidrig erklärt. Aber da geht auch natürlich schon die Interpretation von den unterschiedlichen Parteien in ganz andere Richtungen. Wie ist da denn Ihre Einschätzung aktuell? Ja, ich meine, der Mietendeckel in Berlin, das interessiert ja zunächst mal nur die, die in Berlin auch Immobilien haben. Aber sehr viel wichtiger, und das sollte jeden interessieren in Deutschland, ist die Frage, kann denn so ein Mietendeckel jetzt auch bundesweit kommen? Ja? Weil eben ist der ja für verfassungswidrig erklärt worden. Und jetzt gibt es ja aber die Forderung der Linken und auch aus der SPD, zum Teil auch von den Grünen, die sagen, wir müssen jetzt, nachdem der Mietendeckel in Berlin für verfassungswidrig erklärt wurde, wollen wir den jetzt bundesweit einführen, wenn wir mitregieren. Und da ist jetzt die Frage, geht das überhaupt? Muss man davor jetzt Angst haben oder nicht? Ja, weil eben hat das Bundesverfassungsgericht erklärt, es ist verfassungswidrig. Und jetzt die schlechte Nachricht aus meiner Sicht. Ich glaube ja, dass es ginge, weil man muss sich mal angucken, was die Begründung war, warum der Mietendeckel jetzt für verfassungswidrig erklärt wurde. Die Begründung war nämlich nur folgende. Die Gesetzgebungskompetenz für dieses Thema liegt beim Bund und nicht beim Bundesland, also bei Berlin. Ja, warum? Weil das gleiche Thema ist schon durch die Mietpreisbremse vom Bundesgesetz geregelt. Und das ist eine grundsätzliche Bestimmung im Grundgesetz. Das ist Sache, die schon durchs Bundesgesetz geregelt ist, nicht dann nochmal oder in anderer Weise durchs Landesgesetz geregelt werden kann. Ja? Und das war eigentlich auch von Anfang an klar. Deswegen habe ich immer gesagt, das wird auf jeden Fall das Urteil so ausfallen, weil das glasklar ist. Ich war sogar etwas mit dran beteiligt, dass auch dagegen geklagt wurde. Ja? Also das war für mich klar. Nur, wenn die natürlich das auf Bundesebene einführen würden, also nehmen wir an, wir bekommen jetzt im schlimmsten Fall nach den Wahlen, 27. September, bekommen wir eine grün-rot-rote Bundesregierung. Und die würden mit Sicherheit so etwas Ähnliches einführen auf Bundesebene. Ja. Und das ginge im Prinzip, zumindest sagen wir, ich will es mal so formulieren, der Grund, warum es jetzt für verfassungswidrig erklärt wurde, nämlich dass das Landesrecht ist, der würde ja da nicht mehr ziehen. Weil dann würde es ja vom Bund her geregelt. Ja. Wobei ich, sagen wir mal, glauben würde, dass es nicht genau in der Form kommen könnte, wie es jetzt in Berlin stattgefunden hat. Warum? Man muss dazu noch Folgendes sagen. Der Mietendeckel hat ja zwei Komponenten gehabt. Einmal, dass praktisch der Mietanstieg für eine bestimmte Anzahl von Jahren gestoppt, verboten wurde. Ja? Mhm. Und die andere Komponente war ja aber, dass auch bestehende Mietverträge praktisch genau. Die Mieten zurückgeschraubt werden müssten. Und da ist jetzt ja nicht drüber entschieden worden in dem Urteil, weil das jetzt rein formal aus dem Grund Landesrecht, Bundesrecht praktisch zurückgewiesen wurde. Aber da hätte ich auch Bedenken, oder sagen wir Bedenken, ich hätte Hoffnung, dass wenn das vors Bundesverfassungsgericht kommt, dass die Mieten praktisch rückwirkend dann abgesenkt werden müssen, ja, dass das keinen Bestand hätte. Deswegen vermute ich, also zwei Sachen, um es kurz zusammenzufassen. Erstens, Rot-Rot-Grün würde es was Ähnliches wie Mietendeckel bundesweit einführen. Erste Feststellung. Zweite Feststellung, das würde aber wahrscheinlich nicht so gemacht, dass die Mieten auch praktisch wieder zurückgedreht werden müssen, einmal vereinbarte, sondern dass es sozusagen eingefroren würden dann da würde wahrscheinlich gesagt für 5 Jahre, ja, wobei das ist natürlich auch eine Augenwischerei, das muss man auch noch dazu sagen, bei der Mietpreisbremse war es ja auch so, die wurde zuerst für 5 Jahre beschlossen und da habe ich schon damals gesagt, da muss man super naiv sein, um zu glauben, dass die nach 5 Jahren wieder abgeschafft wird. Da habe ich jede Wette drauf eingegangen, dass nach 5 Jahren die dann weitere 5 Jahre verlängert wird. Und genauso ist mit der Mietpreisbremse geschehen. Die wurde auch erst für 5 Jahre beschlossen. Dann, nachdem sie ausgelaufen war, wurde es wieder für 5 Jahre. So. Und wurde noch verschärft. Ja? Weil das muss man wissen, das ist ja auch so eine Logik der Politiker. Wenn sie sehen, dass sie mit irgendeiner Maßnahme, dass die nicht funktioniert, dann sagen die ja nicht, oh, wir haben es jetzt geirrt und jetzt sollten wir vielleicht das alles zurückdrehen, sondern die sagen, oh, jetzt bin ich auf, so, die sehen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und sagen als Konsequenz, jetzt muss ich noch schneller gehen.
Genau, das ist so ein bisschen wie beim Glücksspiel die Schwabentaktik. Ja? Du gehst irgendwie an den Roulette-Tisch und setzt alles auf Rot und dann merkst du, funktioniert nicht. Also verdoppelst du deinen Einsatz, ja. Und diese Art Vorgehensweise, die habe ich auch gesehen. Aber man muss schon sagen, die Interpretation ist hier ja extrem unterschiedlich. Also ich habe mir neulich auch eine Bundestagsdebatte dazu angeschaut, wo es richtig heftig hin und her ging zwischen Linker und CDU, CSU. Weil die einen interpretieren das nämlich so, ja, das Verfassungsgericht hat uns jetzt quasi ja angedeutet, wir müssen das bundesweit durchsetzen, weil die haben inhaltlich gar nicht Stellung bezogen auf jetzt den eigentlichen Inhalt des Mietendeckels und die sehen das sozusagen als Freifahrtschein dafür, dass das bundesweit durchgeführt wird und die andere Seite wiederum argumentiert, der hat verfassungsrechtlich so viele Bedenken, dass es noch nicht mal notwendig war, auf inhaltlicher Ebene drauf einzugehen, weil es schon formell einfach verfassungswidrig war. Und dieser Herr dort, ich habe leider den Namen vergessen, der hat aber gesagt, auch mit, ich glaube, mindestens zwei oder drei anderen Verfassungsnormen und so weiter, wäre dieser Mietendeckel nicht vereinbar, zum Beispiel dem Recht auf Eigentum und auch andere Aspekte. Also es könnte ja trotzdem sein, dass auch wenn es bundesweit so ein Gesetz geben würde, dass dann auch trotzdem das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, geht trotzdem nicht, weil jetzt werden wir uns mal inhaltlich dazu positionieren. Das heißt, die Hoffnung darf man noch nicht aufgeben, ja. Nee, genau so ist es, ja. Also, das heißt, jetzt wurde es ja einfach mal, die mussten sich gar nicht intensiv damit beschäftigen, weil schon die Tatsache, dass das Land Berlin was gemacht hat, was gar nicht in der Gesetzgebungskompetenz lag, hat ja schon ausgereicht, um zu sagen, das geht nicht so. Da musste man sich mit den anderen Themen gar nicht befassen. Wenn das jetzt bundesweit gemacht würde, ja. Da bin ich sicher, dass Rot-Rot-Grün das gemacht würde, dann würde es natürlich jetzt in anderer Hinsicht auf den Prüfstand gestellt, ja, zum Beispiel, wie es sich mit der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes verhält und so weiter, ja. So, und deswegen vermute ich ja, dass die den Mietendeckel zwar machen würden bundesweit, aber dass sie bestimmte Elemente, extreme Elemente, wie zum Beispiel, dass die Mieten auch reduziert werden müssen, ja, dass die wahrscheinlich nicht da reinschreiben würden, weil sie dann befürchten würden, dass es vom Bundesverfassungsgericht keinen Bestand hätten. Also die würden dann eigentlich so einen Mietendeckel machen, vermute ich, der den Mietanstieg für 5 Jahre begrenzt, vielleicht sogar im Rahmen der Inflationsrate Mietanhebungen ermöglicht, könnte auch sein, ja, aber nicht diese ohne diesen Reduktionssachen praktisch, ja. Und damit muss man sagen, das wäre im Prinzip noch gefährlicher, weil dann könnte man nicht mehr so sicher sagen, dass das Bundesverfassungsgericht das für verfassungswidrig erklären würde. Kann man immer noch hoffen, aber das weiß man da nicht. Weil man muss sagen, auch gegen die Mietpreisbremse ist ja verschiedentlich geklagt worden und auch mit überzeugenden Argumenten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht die Klagen immer abgewiesen, sondern hat die Mietpreisbremse für zulässig erklärt. Ja, deswegen, also, wie gesagt, das ist so eine der Gefahren, die sicherlich auf uns zukommt, wenn Rot-Rot-Grün ist. Und wenn man das mal ein bisschen allgemeiner sieht, aus der Vogelperspektive, muss man sagen, der Wille ist doch ganz klar, Immobilieneigentümern das Leben schwer zu machen, Vermietern das Leben schwer zu machen. Das ist mal die Grundrichtung. Wie das dann umgesetzt wird, ja, da gibt es immer wieder neue Ideen. Zum Beispiel eine andere Sache, die jetzt vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, ist Thema Umwandlungsverbot. Ja. Das ist ja praktisch, dass es erschwert wird, Eigentumswohnungen zu bilden. Also wenn jemand ein Mietshaus hat und will das aufteilen und Eigentumswohnungen machen und die dann an Mieter oder Kapitalanleger verkaufen, dass das entsprechend erschwert wird. Also es sind so viele Ideen immer im Raum, aber die Grundidee ist halt gegen die Immobilie gerichtet. Und das muss man halt als Investor wissen. Und deswegen, wir haben ja auch schon woanders mal drüber gesprochen, bin ich ja schon seit einigen Jahren skeptisch, was Immobilieninvestments in Deutschland anlangt. Ja. Sie hatten ja neulich auch ein Video geteilt auf Facebook. Kann ich auch jedem Zuschauer hier jetzt empfehlen und Zuhörer auf iTunes und so mal den Dr. Zietelmann auf Facebook zu folgen, weil er wirklich fast schon im Minutentakt, habe ich manchmal das Gefühl, dort neue Erkenntnisse, neue Beiträge und Artikel teilt.
Und das fand ich sehr interessant, diesen kurzen Einspieler von, glaube ich, ZDF Frontal 21, wo sie auch einen Immobilieninvestor interviewt hatten, der eben auf sehr viel Widerstand gestoßen ist, wenn es um Baugenehmigungen und so weiter in Berlin ging. Und was mich jetzt mal interessieren würde, weil ein Vorwurf, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber ich hatte ja auch so ein kleines Techtelmechtel auf YouTube mit der Deutsche Wohnen enteignen und so, das war auch sehr unterhaltsam. Und der Vorwurf aus dieser Richtung ist ja sehr häufig, dass die ganzen privaten Wohnungsbaugesellschaften, die großen wie Vonovia oder auch die Deutsche Wohnen SE und so, aber auch andere Immobilienhaie, wie es ja oft heißt, nur für steigende Mieten, für irgendwie die Profitgier stehen und dass die Gentrifizierung zunimmt und so weiter. Aber jetzt in diesem Video beispielsweise hat ja der Investor explizit gesagt, ein Drittel von den 500 Wohnungen, die er gerne bauen würde, wären dann Sozialwohnungen. Jetzt würde ich mal gerne von Ihnen wissen, was würde eigentlich auf dem freien Markt, nehmen wir mal an, das wäre nicht reguliert, was würde eigentlich dafür sprechen, dass auf einem freien Markt auch ein Immobilieninvestor sagt, wir bauen jetzt Sozialwohnungen? Es ist schwer, ich sage mal aus folgendem Grund. Erstens mal die erste Feststellung, die müssen sowieso gebaut werden. Ja? Und zwar von den privaten Eigentümern, das wissen viele gar nicht. Wenn Sie jetzt heute zum Beispiel ein Wohnungsbauprojekt haben mit 500 Wohnungen, dann bekommen Sie vorgeschrieben in Berlin, aber auch in anderen Städten, in Hamburg, das nennt sich überall irgendwo anders, aber Sie bekommen im Prinzip vorgeschrieben, okay, wir erlauben dir das, aber nur dann, wenn zum Beispiel ein Drittel oder 40%, in Hamburg ist, war es in einem Teil, sagen wir mal, bis zu 50%, davon Sozialwohnungen sind. Mhm. Ja? Das heißt, es ist was Sie sowieso vom Staat vorgeschrieben bekommen. Ja? So, das hat aber natürlich zur Auswirkung, da diese Wohnungen sich meist unwirtschaftlich sind und sich nicht rentieren, ja, dass sie am anderen Ende umso hochpreisiger bauen müssen, ja, weil das eine Art Quersubventionierung ist. Also sie müssen praktisch das Drittel der Sozialwohnungen, die sich im Prinzip nicht richtig rechnen für sie, ja, müssen sie bei dem Projekt quersubventionieren durch die anderen zwei Drittel. Und das hat natürlich zur Folge, dass sie bei den anderen zwei Drittel dann noch besonders teurer mit höheren Margen bauen. Und das hat wiederum zur Folge, dass das mittlere Segment praktisch dann kaum mehr bedient wird. Ja? Weil, wie gesagt, Sie haben dann die Sozialwohnungen auf der einen Seite und haben die hochpreisigen Eigentumswohnungen auf der anderen Seite. Und dass das Bauen überhaupt so teuer ist, ja, und sich dadurch auch das oft nicht lohnt, praktisch einfach nicht rechnet, eine Wohnung zu bauen, die man zum Beispiel für 10 Euro vermieten kann. Das ist einfach wirtschaftlich nicht möglich. Ja? Das hängt damit zusammen, dass das Bauen immer teurer gemacht wurde. Ja? Es gibt in Deutschland inzwischen 25.000 Bauvorschriften. 25.000. Ja? So, davon sind sehr viele Öko-Vorschriften auch, ja, die da neue Verordnungen, Wärmedämmung immer perfekter und so weiter, ja. Aus Gründen Klimaschutz wird dann gesagt, ja, das führt aber dazu, dass das Bauen immer teurer, teurer und teurer wird, ja, und entsprechend dann es einfach wirtschaftlich nicht geht, günstige Wohnungen zu bauen. Das ist das große Problem. Also man müsste eigentlich woanders ansetzen. Man müsste ansetzen, dass man da radikal das entschlackt, diese ganzen Bauvorschriften und auch viele dieser Öko-Vorschriften einfach mal wegmacht, um es zu ermöglichen, dass einfach preiswert Wohnungen auch gebaut werden. Ja? Und dann kommt noch dazu die langen Genehmigungszeiten. Das wissen viele gar nicht. Also wenn zum Beispiel, man muss da jetzt unterscheiden, nehmen wir an, da ist jetzt ein Grundstück, für das es noch keinen Bebauungsplan, also sogenannten B-Plan gibt. Dann dauert es jetzt in Berlin so im Schnitt 12 Jahre vom Kauf vom Grundstück, bis dann praktisch gebaut werden kann. 12 Jahre, ja, das muss ich mal vorstellen. Ja. So, das heißt, oft ist es so, dass praktisch, selbst wenn da schon B-Plan da ist, dauert es viele Jahre. Sie können bei vielen Bauvorhaben Folgendes sagen, das dauert 10 Jahre, davon wird 2 Jahre gebaut und 8 Jahre ist Bürokratie, Genehmigungszeug, Behördengeschichten, ja? Weil ja der Staat genau sagt immer, wie er sich vorstellt, wie dann so ein Gebäude auszusehen.
Ja, da wären dann genaue Vorschriften, dann wären dann Wettbewerbe und dann sitzt irgendein Beamter und der sagt dann, ja, das gefällt mir so oder das gefällt mir nicht oder hier ist die Farbe nicht so wie ich sie ansprechend finde. Ja. Also das ist so die Grundphilosophie. Der Beamter in der Amtsstube weiß besser, was für die Menschen gut ist, als der Unternehmer. Wobei ich sage, der Unternehmer weiß es deswegen besser, weil der muss ja, wenn er Mietwohnungen baut, am Schluss Mieter finden dafür. Oder wenn er Eigentumswohnungen baut, Käufer. Das heißt, der wird ja aus Eigeninteresse schon so bauen, dass es die Wünsche der Konsumenten befriedigt. Aber nee, sagt dann der Staat, das darf nicht sein. Hier haben wir den Beamten und der muss genau sagen, wie gebaut wird, ja, diesen und jenen Kriterien. Ja, das finde ich jetzt wirklich spannend, weil das wusste ich nicht, dass es diese Pflicht zum Sozialwohnungsbau gibt, weil das zeigt aber auch abermals dieses Problem, dass man tatsächlich immobilienfeindliche Politik anscheinend macht, weil wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, ihr könnt bauen so ungefähr so viel ihr wollt, weil es muss ja sowieso ein Teil davon Sozialwohnungen entstehen, dann würde ja automatisch auch mehr Wohnraum entstehen. Ein anderer Punkt ist der, wenn es jetzt so lange dauert in dem Genehmigungsverfahren, dann ist das logischerweise ja eine Sache, die bei einem Investor in die Kalkulation, was die Risikorendite-Situation betrifft, mit eingehen muss und dadurch natürlich das Wohnen auch teurer wird. Weil wenn es jetzt nicht so wäre, wenn Sie jetzt sagen würden, es ist auch auf einem, sage ich jetzt mal, weniger regulierten Markt gar nicht möglich, Sozialwohnungen oder halbwegs finanzierbare Wohnungen auch für Leute mit weniger Einkommen, nicht unbedingt mitten in der Stadt, neben dem KDW, aber eben auch im Speckgürtel und so weiter zu bauen, dann ist das ja tatsächlich eine Situation, wo eben der Staat mitspielen muss, um eben finanzierbaren Wohnraum zu leisten. Und auf der anderen Seite muss man dann aber natürlich wieder sagen, die Dinge, die man sieht und die Dinge, die man nicht sieht, hat ja schon Bastiat damals gesagt. Das heißt, nur weil dann der Staat Sozialwohnungen baut, die eben dann für einen gewissen Teil der Bevölkerung finanzierbar sind, heißt ja nicht, dass dann diese Kosten, die diese Menschen dort sparen, irgendwie nicht an anderer Stelle irgendwo entstehen. Das heißt, es würde dann natürlich wieder durch Steuergeldern und so weiter bezuschusst werden und würde wahrscheinlich genau eben jenen Konsumenten wieder halt irgendwo auf der anderen Seite aus der Tasche rausfließen. Ja. Ich meine, Sie haben es ja jetzt bestimmt auch mitbekommen, der Elon Musk, der baut ja jetzt da seine Fabrik oder will die bauen in Brandenburg. Ja. Mhm. Er hat sich da richtig geschockt und verwundert und schreibt da auch schon immer harsche Briefe, wie lahm das alles geht und wie lange das dauert. Jetzt muss man sagen, es gibt wahrscheinlich in ganz Deutschland kein Verfahren, was so schnell geht wie das für Tesla. Ja, das geht schon, da muss man sagen, super schnell. Aber natürlich immer noch viel zu langsam nach seinen Maßstäben. Da kommt es nur mal in die Öffentlichkeit, dass viele Menschen mitbekommen. Die anderen Fälle, die bekommen die Leute ja gar nicht mit. Ja, das ist, also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, das war ein Projekt, da ging es sogar um günstige Wohnungen, die gebaut werden sollten in Berlin, also erschwingliche Wohnungen. Und dann haben sie so da ein paar so Zauneidechsen gefunden. Ja. Und dann wurde Baustopp erlassen, dann mussten die dann immer im Eimern sammeln, so Zauneidechsen. Dann wurde das dann hochgerechnet, wie viele da sind. Dann irgendwann konnte es wieder bauen. Dann wurde aber nochmal ein paar Zauneidechsen neu entdeckt. Ja. Dann mussten die so Vorrichtungen schaffen, dass die da irgendwo richtig rauskrabbeln können und so weiter. Ja. Das Ganze wurde immer mehr verzögert. Da gab es dann da mal ein halbes Jahr Baustopp, da mal ein halbes Jahr. Ich kann Ihnen das Ergebnis sagen. Das Ergebnis war dann, dass am Schluss, das war nämlich zufällig auch ein Unternehmen, wo eine Freundin von mir gearbeitet hat. Ja. Okay. Das Unternehmen ist weitergegangen mit 40 Mitarbeitern, ja, weil das ihr Hauptprojekt war. Die Wohnungen sind später dann, wahrscheinlich entstehen die jetzt doch, weil ein anderer zu Ende baut, aber mit vielen Jahren unnötige Verzögerungen entstanden. Also die Zauneidechsen haben zwar ihre Wohnung gehabt, aber die Mieter, die haben keine gehabt. Ja, oder ein anderes Beispiel, das ist aus Frankfurt, auch ein Bekannter von mir. Da wurden 3 Hamster genau gefunden. Ja, und da mussten sie für diese Hamster ein eigenes Biotop anlegen und noch einen eigenen Mitarbeiter einstellen, der sich praktisch darum kümmert. Das hat so 250.000 Euro gekostet, also praktisch 80.000 Euro pro Hamster gekostet. Ja. So. Und das ist aber Alltag. Das sind jetzt keine so skurrilen Ausnahmen, wo man sagt, das sind jetzt so, nee, das passiert
genauso täglich überall in Deutschland, nur dass es niemand mitkriegt. Ich hatte mal eine Idee, weil ich kenne die ganzen Sachen, weil ich habe durch meine Veranstaltung Berliner Immobilienrunde, da sprechen so Projektentwickler, ja, und die sprechen da ganz offen über die Fälle. Aber warum ist es nicht in den Medien? Weil die haben Angst, das nach außen zu geben, zu in irgendwie die Zeitung, weil sie dann denken, dann kriegen sie so einen Stress mit den Beamten dann, ja, die am längeren Hebel sitzen, logisch, dass sie ja gar nichts mehr. Deswegen, ich hatte mal eine Idee, aber wusste eigentlich schon vor, dass es nicht umsetzbar war. Ich wollte mal sowas machen, das hieß Schwarzbuch Wohnungsbauverhinderung. Ja? So ähnlich, es gibt jedes Jahr das Schwarzbuch über die Steuerverschwendung vom Bund der Steuerzahler, wo immer so besondere Beispiele sind, wie Steuermittel verschwendet werden. Das ist ein wunderbares Buch, empfehle ich jedem. Und so ähnlich wollte ich es auch machen, dass man so ein Jahrbuch macht mit lauter Beispielen, wo da nicht gebaut werden konnte. Ja, so ähnlich wie in diesem Video, auf das Sie eben hingewiesen haben. Das war jetzt eine Ausnahme, weil da war einer, dem hat dann so der Kragen geplatzt, dass er gesagt hat, jetzt gehe ich mal nach außen und red mal Tacheles. Aber so sind die wenigsten. Mache ich denen nicht mal einen Vorwurf, verstehe ich auch. Die haben halt dann eine schreckliche Angst, dass dann total gemauert und zugemacht wird bei den Behörden. Aber es ist ja auch nicht nur ein Thema bei den Immobilien oder in dieser spezifischen Branche. Ich glaube, es ist auch ein allgemeines Bürokratieproblem in speziell Deutschland, weil ich habe ja immer den Vergleich mit jetzt zum Beispiel hier Mallorca. Jetzt kann ich natürlich auch nicht gut beurteilen, ob jetzt zum Beispiel Mallorca repräsentativ für Spanien steht. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, man geht irgendwie in Zehlendorf bei mir zum Amt und möchte einen Termin für irgendetwas haben. Dann erstmal diesen Termin online zu buchen, war also jedenfalls nicht möglich. Vielleicht ist das mittlerweile möglich, ich hoffe ja. Aber auch dort, wenn man dann antanzt, ist es meistens so gewesen, du musstest dich erstmal in eine Schlange stellen, um erstmal zu erfahren, wo du deine Nummer ziehst, wo du quasi warten musst. Ja? Und hier in Mallorca ist es so, wenn du zum Amt musst, du gehst einfach rein und dann hast du erstmal ein paar große Touchscreens überall stehen, in allen Sprachen. Und da tippst du dann einfach auf genau das rauf, was dein Anliegen ist. Ja? Also du brauchst beispielsweise eine Bestätigung für eine Bank, für ein Bankkonto oder irgendwas, oder du brauchst halt eine Wohnsitzbescheinigung, und dann klickst du einfach darauf, kriegst direkt deinen Zettel und meistens bist du 10 Minuten später drin, und obwohl es sehr voll ist dort, ja. Und da stelle ich mir immer die Frage, aus Tschechien habe ich jetzt neulich gelesen von jemand, der dort eingewandert ist, hat das irgendwie auch 10 Minuten nur gedauert, und da fragt man sich irgendwie, ist das wirklich repräsentativ mittlerweile, oder hat sich das auch in Deutschland gebessert, was die Bürokratie angeht? Ich habe irgendwie von so Hörensagen nicht das Gefühl, ja. Und das ist ja ein großes Problem. Wir haben es ja jetzt gerade gesehen in der Corona-Pandemie. Also das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel. Darf man ein paar Beispiele, ja. Dann hat man irgendwann, also erst hat man gesagt, die Masken, die helfen alle nichts, die nützen nichts, hat Herr Spahn gesagt, die Frau Merkel. Dann hat man irgendwann gesagt, doch, die Masken, die müssen sein, ja. Dann hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir Masken verschicken an Leute ab einem bestimmten Alter. Ja? Dann hat man aber nicht die Masken verschickt, sondern hat Gutscheine verschickt, um die Masken dann sich in der Apotheke abholen zu können. Und die Gutscheine, die wurden wiederum gedruckt in der Bundesdruckerei, damit sie fälschungssicher sind, so wie praktisch ein Personalausweis gedruckt wird oder ein Geldschein gedruckt wird. Ja? So, dann war es aber so, dass jede Maske der Staat gekauft hat für 6 Euro pro Maske. Ja? In dem Moment, wo die Masken bzw. die Gutscheine angekommen sind, waren aber die Masken im Lidl für 99 Cent erhältlich. Ja? Also nur ein Beispiel, was Bürokratie bedeutet. Also die kaufen eine Maske für 6 Euro, machen Gutschein, was ja auch schon Quatsch ist. Warum schickt man nicht den Leuten direkt die Masken? Ja? Man schickt ihnen einen fälschlichen Gutschein, mit dem sie dann in die Apotheke gehen, um sich die Masken abzuholen. Also das war ein vollkommenes Desaster, hat einen Haufen Geld gekostet. Und so gibt es ja ganz viele Beispiele von der Bürokratie, auch die Gesundheitsämter, dass das über ein Jahr gedauert hat und ist auch immer noch nicht so, dass die jetzt praktisch mit einer modernen Software arbeiten, sondern das war ja ganz lang, dass die mit Listen, mit Faxgeräten und so weiter gearbeitet haben. Ja? Und das sieht man jetzt sehr gut in der Corona-Krise, also was funktioniert und was nicht. Markt hat funktioniert. Warum? Private Pharmafirmen haben mehr als genug Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Ja, das hat funktioniert. Private Unternehmen haben Tests
sodass wir massenweise Tests jetzt haben, entwickelt, zur Verfügung gestellt. Private Unternehmen haben Masken produziert, zur Verfügung gestellt. Das heißt, alles, was von privater Seite, ja, von der Kapitalistenseite sozusagen kam, war okay. Von der staatlichen Seite mit dem Impfen, ja, das war natürlich das totale Desaster, weil man dann für einen Impfstoff, der in Deutschland erfunden wurde, ja, BioNTech, der mit 350 Millionen Euro Steuermitteln gefördert wurde, weil man da, statt dass man da erstmal gesagt hat, prioritär tun wir den an die eigenen Leute verimpfen, hat die Frau Merkel dann gesagt, nee, das darf nicht sein, sonst sind wir ja Impfnationalisten, und hat es an die Frau von der Leyen von der EU praktisch delegiert, von der wir schon wussten, aus einer Zeit als Verteidigungsministerin, dass die noch nie im Leben irgendwas auf die Reihe gekriegt hat. Ja? So, das heißt, das ist so ein Beispiel, wo man sieht, dass gerade in Deutschland, wenn der Staat irgendwas macht, ist halt sehr ineffizient. Das sieht man auch in der Bundeswehr. Ja? Das ist ja so seit der Zeit von der von der Leyen, dass die meisten Waffensysteme gar nicht mehr funktionieren. Die Panzer nicht, die Flugzeuge nicht. Ja? Die sind überwiegend funktionsunfähig. Ja? Das ist also überall, wo der Staat irgendwo was macht, funktioniert es nicht richtig. Das ist nicht in allen Ländern so. Es gibt auch Staaten, die durchaus effizienter sind. Zum Beispiel jetzt gibt es auch in der Corona-Bekämpfung in Taiwan oder in Südkorea. Da waren die wesentlich effizienter. Aber in Deutschland ist schon ein echtes Desaster. Ja? Okay. Ja gut, also spannen wir jetzt mal ein bisschen breiteren Bogen noch und gehen wir mal so auch ein bisschen so einen kleinen Blick in die Glaskugel ein und schauen wir nicht nur auf Immobilien, schauen wir auf Vermögen, Aktienmarkt, auf Steuern generell. Ihr Freund, der Gerd Kommer, hat ja auch gerade wieder ein super Buch rausgebracht zum Thema Vermögensschutz. Und dort geht es auch um rechtliche Risiken von Vermögen. Wie sehen Sie denn da so die Zukunft? Nehmen wir jetzt mal an, es kommt eine rot-rot-grüne Regierung oder grün-rot-rot. Aber ich denke mir halt auch wenn jetzt beispielsweise die Grünen als stärkste Kraft eine Koalition mit der CDU, CSU beispielsweise macht oder sogar eine Jamaika-Koalition, dann werden sie ja auch dort als stärkste Kraft sehr viel von ihrem Einfluss geltend machen können. Wie sehen Sie denn dann so die Zukunft für die Vermögenden und auch für Leute, die halt gerne Vermögen aufbauen wollen? Oder was sind dann Optionen? Kann man sein Vermögen überhaupt schützen vor Einkommenssteuererhöhungen, vor Vermögenssteuern, vor Vermögensabgaben und so weiter? Ja, das wird ja sehr schwierig. Oder was machen Sie dann selber in diesem Fall? Was bleibt Ihnen offen? Ja. Also viele gute Fragen. Beginnen wir es mal abzuschichten. Erst einmal mit der Frage der Wahrscheinlichkeit von welche Regierungskonstellation wäre möglich und welche Wahrscheinlichkeit hat es. Mhm. Wenn ich mir die letzten Umfragen anschaue, also der führenden Institute in Deutschland von Allensbach, von INSA, von Forsa, dann liegt überall Rot-Rot-Grün bei 47-48%. Das langt aber für eine Mehrheit der Bundestagsmandate. Also das muss man wissen, da braucht man jetzt nicht 51% oder so. Es gibt immer einen Teil der Stimmen, die ansonsten gehen, die dann unter die 5%-Hürde fallen. Und deswegen können Sie sich merken, Sie müssen immer nur zusammenzählen. Man kann es nicht genau sagen, aber wenn so 47% ist oder 48%, ja, dann heißt es, Rot-Rot-Grün hat die Mehrheit. Und das ist laut den aktuellen Umfragen im Moment, wäre das so, wenn jetzt gewählt würde. Da kann es natürlich hoffentlich ja noch sehr viel ändern. Ja. Das liegt hauptsächlich an der Stärke der Grünen. Aber im Moment ist es mal eine Gefahr. Und jetzt ist ja so, die SPD und die Grünen, die tun es ja nicht offen sagen, dass sie mit der Linkspartei zusammen koalieren wollen. Also da können Sie es anschauen, jedes Interview, was Sie wollen, mit der Frau Baerbock oder mit Herrn Habeck, ja, die weichen immer aus, die sagen, ja, wir wollen jetzt erstmal selbst stark werden, dann werden wir verhandeln und werden sehen, mit wem es dann welche Gemeinsamkeiten gibt. Aber die haben auch bewusst ein Zusammengehen mit den Linken nicht ausgeschlossen. Und da muss man sagen, das ist eine Taktik der Wählertäuschung, weil die wissen, dass durchaus auch nicht alle Wähler der Grünen jetzt mit den Linken zusammenzugehen. Und um die nicht jetzt abzuschrecken, damit die auch Grüne wählen, also sagen wir die naiven Wähler, die glauben, ja, das werden die schon nicht machen, ja, damit sie auch die naiven und dummen Wähler wirklich garantiert für sich bekommen. Deswegen machen die diese Nebelkerzen und täuschen. So, die gleiche Taktik bei der SPD.
Da gibt es jetzt ein paar, zum Beispiel die Vorsitzende Saskia Esken oder der Stellvertreter Kühnert, die sagen ganz offen, unsere Lieblingsoption ist, mit den Linken das zusammenzumachen. Aber wenn Sie jetzt den Scholz fragen, den Kanzlerkandidat, der tut eher so ausweichen, genau wie die Grünen. Mhm. Ja, müssen wir mal sehen, gibt unterschiedliche Möglichkeiten, immer nach den Wahlen. Ja, warum? Da muss man auch Folgendes dazu sagen, das ist jetzt ganz wichtig, das zu verstehen. Der Scholz gilt ja so als moderaterer Typ, nicht als so radikal wie jetzt Esk oder Kevin Kühner. Der war gut, ja. Und der Scholz, den haben sie ja deswegen vorgeschickt, um solche auch ehemaligen Merkel-Wähler, etwas moderateren Leute zu ködern. So ähnlich wie in den USA. Die Demokraten haben auch den Joe Biden vorgeschickt und nicht eine von den Radikalen, nicht den Bernie Sanders oder so, weil die wollen ja immer auch aus dem anderen Lager Wähler fischen. So, die SPD selbst wollte den Scholz ja gar nicht. Der hat ja auch kandidiert als Vorsitzender. Da ist er ja durchgefallen. Der ist ja gar nicht gewählt worden als Vorsitzender. Aber dann als Kanzlerkandidat haben sie ihn wieder genommen, ja, weil sie gesagt haben, naja, der kann dann so ein paar von den Dummen, von den gemäßigten Leuten, die bisher die Merkel gewählt haben, kann der einsammeln. Ja. Also das ist eine ganz klare Strategie der Wählertäuschung. So, die kann natürlich aufgehen, ja, und dann kriegen wir eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und dann ist ganz klar, was passiert. Das haben ja auch alle die Parteien angekündigt. Das sind drei Sachen. Erstens Einkommensteuererhöhung. Muss man sehen. Das wird so sein, dass man dann in dem Spitzensteuersatz inklusive Soli sicherlich bei über 50% landen wird. Ja, im Moment ist ja so, übrigens mein Nebenthema dabei jetzt zur sprachlichen Sache, ja, was mich unglaublich ärgert. Ja. Es wird ganz oft gesagt, der Spitzensteuersatz ist bei 42% in Deutschland. Das ist Quatsch. Das steht zwar so drin im Gesetz, das stimmt aber nicht. Es gibt ja die sogenannte Reichensteuer, die ist 45%. Und dann gibt es ja immer noch den Soli, den jeder bezahlen muss, der die Reichensteuer bezahlt. Und mit Soli mitberechnet ist es ungefähr 47,5%. Ja? Das heißt, der Spitzensteuersatz in Deutschland ist ungefähr 47,5% und nicht 42%, wie es immer behauptet wird. Nur weil die Politiker das jetzt anders genannt haben und haben das jetzt Reichensteuer genannt oder und Soli und was weiß ich, bin ich nicht so blöd und falle da drauf rein und nenne das jetzt so. Also nur mal zur Erklärung. Für mich ist der Spitzensteuersatz immer noch der Grenzsteuersatz für die höchsten Einkommen. So und der liegt im Moment schon bei ungefähr 47,5%. Ja? Und jetzt die Grünen, die wollen dann und die SPD und die Linken das nochmal erhöhen, sodass man auf jeden Fall deutlich über 50% kommen wird, Einkommensteuer. Dann das nächste ist die Vermögensteuer. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, wie hoch die sein soll, aber alle drei haben erklärt, dass eine Vermögensteuer eingeführt werden soll. Und dann gibt es noch eine dritte Idee, das ist die Vermögensabgabe. Ja, das wird dann so als einmalige Abgabe, zum Beispiel, ja, jetzt Corona, mussten wir ja so viel Schulden machen, die müssen ja irgendwo zurückgeführt werden, da sollen mal die Reichen praktisch mithelfen, so ähnlich wie wir es auch nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, Lastenausgleichsgesetz, ja, und dann sind wir eine einmalige Vermögensabgabe. Die kann dann durchaus sehr hoch sein und wird aber möglicherweise dann gestreckt abgezahlt. Das könnte bis zu 10 Jahren dauern. Und das ist auch ein Trick, um praktisch, das ist wie eine Steuermauer, die man um Deutschland bildet. Weil jetzt müssen wir Folgendes vorstellen. Ich lebe jetzt in Deutschland und jetzt wird eine Vermögensabgabe gemacht, einmalig, ja, sagen wir mal von 10%. So hoch wird es jetzt wahrscheinlich nicht kommen, aber das wäre so, wie die Linken das gerne wollen oder 20%. Die wollen doch sogar 30% ab 10 Millionen. Ja, aber pass auf, die wird dann gestaffelt, gezahlt zum Beispiel auf 10 oder 20 Jahre. Ja? Sodass, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, nehmen wir an, sie erwähnen selbst 30% für 20 Jahre, ja, dann hätten sie pro Jahr immer 1,5%. Wenn sie dann aber auswandern würden aus Deutschland und selbst die Staatsangehörigkeit aufgeben, hätte es gar keinen Sinn mehr, weil sie haben ja die Steuerschulden aufgrund dieser einmaligen Vermögensabgabe. Das war sogar mal ein Vorschlag, den hat das gewerkschaftsnahe DIW mal gemacht, um praktisch zu verhindern, dass die Leute abhauen aus Deutschland. Also ich nenne das so eine Steuermauer, ja, dass man einmal so eine Vermögensabgabe und die dann aber gestreckt über die Jahre abzahlt, sodass selbst wenn du abhaust, dass dir gar nichts nützt. So, ja? Also das ist das eine. Jetzt die Frage, Sie haben ja gefragt, wie kann man sich vor sowas schützen? Ja? Ich sage mal,
erst, es ist viel schwieriger, als die meisten Leute denken. Manche sagen, naja, dann haue ich ab, dann wandere ich aus. Ja? Da gibt es dann verschiedene Dinge, die passieren. Erstens gibt es ja eine sogenannte Wegzugsbesteuerung, die besonders dann relevant ist, wenn du eine eigene Firma hast. Ja? Das war Punkt 1. Und die könnte auch durchaus erhöht werden. Zweitens gibt es dann so Sachen wie Vermögensabgabe, habe ich eben gesagt. Wenn die einmalig erhoben wird und dann aber gestreckt gezahlt wird, ist die nächste Barriere. Und dann die dritte perfide Idee, das fordern die Grünen schon ganz lange, das ist so eine Lieblingsidee vom Jürgen Trittin, ist das, dass das Steuerrecht geändert wird in Deutschland, dass künftig die Steuerpflicht sich nicht mehr danach richtet, wo du überwiegend den Aufenthaltsort hast. Also zum Beispiel, Sie sind ja jetzt steuerpflichtig, nehme ich an, in Spanien, weil Ihr Aufenthaltsort Spanien ist und nicht Deutschland. Ja? So, korrekt. Das würde sich dann ändern, ja? Weil die wollen das so machen wie in den USA. In den USA ist es ja anders. Da ist so, dass die Steuerpflicht an die Staatsangehörigkeit geknüpft ist. Das heißt, selbst wenn Sie US-Amerikaner sind, selbst wenn Sie ganz woanders leben auf der Welt, ja, bleiben Sie trotzdem steuerpflichtig in den USA, weil das an die Citizenship geknüpft ist. Und diese Änderung wollen die Grünen auch genau für Deutschland umsetzen. Ja, warum? Das hat alles immer einen Grund, um die Leute, weil die wissen ja, wenn sie jetzt die Daumenschrauben anziehen und die Leute dran, dann werden ja die Reichen so reagieren, dass sie abhauen. Also in meinem Bekanntenkreis, da gibt es eigentlich keinen Unternehmer, der nicht ernsthaft drüber nachdenkt, dass er abhaut. Und ja. Das ist ja jetzt nicht dumm, das wissen die ja auch. Jetzt haben sie in der DDR, war das ja auch so, da haben sie ja eine Mauer gebaut. Die Idee, die gibt es jetzt noch nicht, eine Mauer zu bauen und dann mit Schießbefehl die Leute dran zu hindern. Aber heute kann man es ja clever machen, da macht man halt so eine Steuermauer. Praktisch. Eine, die man nicht sieht direkt, die aber genauso effektiv wirkt, ja, oder die auch von der Idee her eigentlich nicht anders ist. Als ganz genau. Ne? Vorher. Da sagen die, du kannst ruhig gehen, wir werden trotzdem weiter dich besteuern. Ja? So, und dann muss man noch was beachten. Jetzt kannst du ja sagen, okay, dann ändere ich die Staatsangehörigkeit. Zum Beispiel, Sie können sagen, ich lege dann die... Klar, das wäre sofort der Punkt. Spanier, ja. Ja. Dann haben Sie jetzt das Glück, das wäre jetzt ein Grenzfall, weiß ich gar nicht, wie es wäre, wenn dann diese einmalige Vermögensabgabe erhoben würde, wobei ich auch nicht weiß, ob Sie darunter fallen würden, aber jetzt nur mal angenommen. Dann hast du ja trotzdem diese Steuerschulden noch, selbst wenn du die Staatsangehörigkeit geändert hast. Und dann mit der Änderung der Staatsangehörigkeit muss man auch sagen, ich habe mich damit auch schon beschäftigt, das ist nicht so einfach. Ja? Es gibt Länder, wo man ganz gerne die Staatsangehörigkeit hätte, zum Beispiel nehmen wir mal in die Schweiz. Ja? Was denken Sie, wie lange es dauert, bis Sie die Staatsangehörigkeit der Schweiz haben? So? Und das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß, dass es hier... Aber was würden Sie raten? So? Ich würde mal schätzen, es hängt vom Investitionsverhalten ab oder von der Jobsituation oder hat es eine zeitliche Begrenzung? Zeitliche. Okay, weiß ich nicht. 5 Jahre? Ungefähr 12, ja. 10 okay. Jahre plus. Ja. Ungefähr 12 Jahre dauert es, ja. In, was Sie gesagt haben, so 7 Jahre und so 5 Jahre plus ist in Großbritannien, ja. Damit würde ich sagen, die Länder, wo es attraktiv ist, eine Staatsangehörigkeit zu bekommen, ist es sehr schwierig und dauert sehr lang. Ja? Ja. Wir müssen dann so und so viele Jahre da leben, ja, und dann und irgendwelche Tests machen, ja. Ja. Also das hilft ihnen nicht so, ja. Da gibt es natürlich Länder, da geht es ruckzuck, ja. Zum Beispiel, sagen wir mal, Zypern. Aber, genau. Ja? Ja. Oder Malta, ja. Da geht es sehr viel schneller. Jetzt ist nur die Frage, wollen Sie jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit gegen die von Zypern tauschen? Also da müsste schon sehr viel Schlimmes passieren, damit ich das machen würde. Da würde ich mich jetzt nicht so wohl fühlen, dass ich dann Zypriot bin mit allem, weil wir in Deutschland auch sehr gut, also was international anlangt und so weiter. Ja, sind sie dann Zypriot. Also das heißt, dieser Wechsel der Staatsangehörigkeit ist nicht so einfach. Jetzt gibt es doch die Möglichkeit, dass sie auch eine Doppelstaatsangehörigkeit haben. Das ist aber nicht so einfach. Ja, also da gibt es ganz Spezialisten. Ich habe mich auch da mit welchen mal unterhalten, weil ich mir überlegt habe, das ist möglich, aber es ist schwierig, langwierig. Da gibt es keinen idealen Weg. So ist es. Und man muss jetzt zum Beispiel auch sagen, gerade nehmen wir mal die Situation Spanien. Man sagt sich jetzt, okay, also man versteift sich so richtig auf dieses Problem, was Sie gerade geschildert haben, und dann sagt, okay, ich werde jetzt Spanier und ich renne los
und mache alles, um irgendwie Spanier zu werden, dann hat mir ja immer noch keiner garantiert, dass es ausgerechnet dann in Spanien zukünftig irgendwie besser wird. Ja? Hier gibt es auch die Vermögensteuer, die wird zwar in vielen, vielen Fällen überhaupt gar nicht erhoben, aber das ist ja doch keine Garantie, dass es mir ausgerechnet als Spanier besser geht. Also bevor ich dann Spanier werde, würde ich mich ganz klar erstmal umschauen, wo gibt es denn noch andere Länder, die, sage ich jetzt mal, von der Konstitution, was jetzt die Rechtsstaatlichkeit und so weiter angeht, auch noch mehr in meiner Richtung denken, bevor ich da jetzt wirklich eine Staatsangehörigkeit annehme. Aber grundsätzlich muss ich auch persönlich sagen, sind auch, wenn es jetzt administrativer und verwaltungstechnischer und finanzieller Aufwand ist, ist es auch keine Sache, die ich irgendwie grundsätzlich irgendwie ablehne oder von Anfang an diesen Aufwand scheue, weil es gibt einfach gewisse Grundprinzipien, finde ich. Und wenn man einfach auf Dauer zu unfair behandelt wird, dann platzt irgendwann eben der Geduldsfaden, ja. Und da ist es ja auch zum Glück so, dass man, wenn man genug Geld in die Hand nimmt, eben auch genug Agenturen und genug Anwälte auf dieser Welt findet, die eben genau auf solche Sachen spezialisiert sind und einem da helfen können, ja. Aber das löst natürlich bei weitem nicht irgendwie die Probleme von sozusagen Leuten in Deutschland, die eben Vermögensaufbau betreiben wollen und so. Und ich glaube, das ist immer nur so eine Art Symptombehandlung und nicht wirklich eine Ursachenbekämpfung. Also man müsste tatsächlich einfach so, wie wir es ja auch versuchen, immer mehr und mehr versuchen, Leute in ihrem Denken umzupolen, dass sie eben halt anders wählen, sich anders entscheiden und eben mehr für Leistungsbereitschaft argumentieren, damit es erst gar nicht zu dieser Symptombehandlung kommen muss. Ja, weil es geht ja mit dem Bildungswesen und mit vielen anderen Sachen einfach schon los. Ja. Also ich meine, ich bleibe nochmal bei den pragmatischen, Sie haben natürlich recht, aber Maßnahmen. Da ist noch eine dritte Sache, Sie haben ja das Buch von dem Gerd Kommer angesprochen, über Asset Protection, ist ein sehr gutes Buch, aber in dem Teil, wo es dann um diese Frage geht, das ist auch der Teil, der nicht von dem Kommer geschrieben wurde, sondern vom Co-Autor, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil der schlägt so als Idealweg vor, eine Stiftung in Liechtenstein zu machen, also alles durchaus legal, aber das hat zur Folge, du bist dann eigentlich nicht mehr Eigentümer von deinem Vermögen, ja? Deswegen kann der Staat auch nicht mehr auf dich zugehen, sondern es ist dann halt so eine Stiftung in Liechtenstein. Ja? Das Problem ist nur, dass wenn du das erstmal machst, wird dann praktisch eine Schenkungssteuer in erheblichem Maße fällig. Ja? Und das ist für mich ein bisschen so, wie du begehst Selbstmord aus Angst, ermordet zu werden. Ja? Also ja, du musst erstmal ganz viel Steuern zahlen, weil du Angst hast, es könnte passieren irgendwo. Ja? Da gibt es dann zwar auch wieder irgendwelche Gestaltungen oder, sagen wir in Anführungsstrichen, Tricks, um das auf ganz komplizierten Wege zu vermeiden, aber da bin ich skeptisch. Das ist also auch kein es gibt da keinen idealen Weg. Ja? Und was jetzt, sagen wir mal, andere Länder anlangt, klar, ich habe mir das ja auch schon überlegt, wo würdest du jetzt hingehen, wenn du jetzt praktisch nochmal, wenn du sagst, also die Grenze ist jetzt hier erreicht. Ich möchte eigentlich nicht weg aus Deutschland. Ich bin gern Deutscher, mir gefällt es hier, trotz allen Sachen, die ich kritisiere. Ja? Ich habe hier meine Freunde, ich habe mein Umfeld, ich habe meine Freundin, ich habe hier alles. Ja. Und es ist doch im anderen Land, ja. Aber ich habe mir also auch schon überlegt, gehst in die Schweiz, ja, okay, da ist vieles gut, aber da wird mich der Dialekt unglaublich nerven. Ja? Außerdem gibt es viele Schweizer, die das Deutsche nicht so gern mögen, muss man auch dazu sagen. Gehst nach Österreich, aber ob es da dann, ja, da ist manches besser, aber ist auch eine Überlegung. Ja? Oder gehst nach Großbritannien, ich bin sowieso oft in London gewesen, also jetzt vor Corona finde ich ganz gut London. Ja? Aber scheiß Wetter halt, da ist schon Mallorca wieder besser, ja. Oder machst du was ganz Verrücktes? Ich hatte auch schon mal überlegt, Singapur, da ist nur sehr teuer. Das Problem ist, überall, wo es attraktiv ist, London, ja, oder Schweiz oder Singapur, ist sehr teuer. Jetzt habe ich sehr viel Geld, aber sagen wir mal, ich möchte auch, dass es jetzt die nächsten 100 Jahre
reicht, oder 200 Jahre muss es nicht reichen, aber zumindest die nächsten 50 Jahre reicht, solange ich noch leben möchte. Ja? So, und zwar nicht reicht, um irgendwie zu leben, sondern um mit dem gehobenen Lebensstandard zu leben, so wie ich es jetzt auch tue. Ja? Ja. Und das ist natürlich Länder, wo das sehr viel einfacher ist. Ja? Also zum Beispiel Vietnam habe ich mir jetzt in letzter Zeit öfters überlegt. Ich bin sehr aktiv in Vietnam. Ich mache da auf Facebook viel. Ich gebe im Fernsehen da Interviews. War jetzt mein erstes Buch erschienen. Da kommen auch weitere Bücher. Ja, und da kenne ich ein paar Leute auch in Vietnam. Und das gilt jetzt offiziell als kommunistisches Land. Ja, da wird sich einer fragen, Mensch, warum will jetzt man jetzt hier vom deutschen Sozialismus flüchten in Kommunismus? Ich sage mal nur, dass die nennen sich so. Und das ist auch, sagen wir, politisch, muss man sagen, klar, das ist ein Einparteiensystem, das ist unfrei, aber wirtschaftlich. Ich sage mal nur mal eine Zahl. Die Staatsquote in Deutschland ist bei 45%. Die Staatsquote in den USA ist bei 35%. Und die Staatsquote in Vietnam ist bei 29%. Ja, also da gibt es viel mehr Leute, die kapitalistisch und marktwirtschaftlich denken, die nennen das da nicht Kapitalismus, die nennen das Marktwirtschaft, ja, als es jetzt bei uns gibt. Ja. Und da ist eine unglaubliche Dynamik. Ich habe jetzt gerade mit meinem Freund Peter Gauweiler darüber gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass der sich da auch auskennt. Der Gauweiler sagt mir, wenn ich noch mal jung wäre, ich würde nach Vietnam gehen. Eindeutig so. Ja. Weil ja, da eine unglaubliche Dynamik ist. Die Leute wollen nach vorne, die wollen erfolgreich sein, ja. Gut, jetzt ist das Problem Sprache wieder, ja. Ich habe nicht so ein Talent, Fremdsprachen zu lernen. Und Englisch ist halt so, klar, da gibt es Leute, die Englisch sprechen, ja, aber jetzt nicht so in der Breite. Ich habe das auch in China gesehen. Ja? Da gibt es Leute natürlich, die sehr gut Englisch sprechen, aber so in der Breite, wenn so im Alltagsleben, ja, ich war da mal einkaufen in China, ja, da bin ich irgendwo in ein Einkaufszentrum gelandet. Da war keiner, der auch nur ein Wort Englisch gesprochen hat. Anders als in Deutschland. In Deutschland ist ja noch so, und dann habe ich im Taxi gesessen, ja. In Deutschland ist ja noch so, dass jeder Taxifahrer irgendwo, wenn du fragst, how many minutes oder so, oder right or left oder so, dann versteht er ein paar Worte. Da, der hat absolut kein Null Worte in Englisch gesprochen. Du sitzt im Taxi, fährst irgendwo und willst fragen, wie lange dauert es, bis wir da sind, oder aber willst dem... Sie können jetzt bei Google Translate, können Sie das in Deutsch einsprechen, ja, und dann direkt in Chinesisch auf der anderen Seite ihm abspielen. Ja, damit geht's. Auch, das wird auch sicherlich immer besser, ja. Aber es ist halt noch nicht so, ja. Und das ist schon, sagen wir mal, schwierig. Klar, die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, die haben alle sehr gut Englisch gesprochen. Aber so im Alltagsleben, ja, also wenn du zum Beispiel da ein hübsches Mädchen kennenlernst, ja, habe ich ja auch da kennengelernt in Korea oder in China, ja, dann ist schon die Kommunikation zum Teil schwierig, weil die sprechen dann etwas Englisch, ja, aber das ist dann nicht so, wie du es dir vorstellst. Also was mir noch... Ja, klar. Also welches Land mir noch sehr, oder sage ich jetzt mal, welche beiden Länder mir eigentlich noch sehr gut gefallen, wo ich selber aber auch noch nie war, aber was mir sehr, sehr, sehr zusagt, sowohl wettertechnisch als eben auch, was die ganze Umwelt und so weiter angeht und eben auch vor allem, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, sind halt einmal Australien und einmal Neuseeland. Aber auch hier sind das ja in beiden Fällen eben auch Länder, wo es eben auch nicht so einfach ist, mit Visum, mit Aufenthaltsgenehmigung und mit halt eben auch dem Recht, dann eben auch dort zu bleiben. Meine Schwester beispielsweise, die war sehr lange in Australien, direkt nach dem Abitur, die wurde irgendwann einfach rausgeworfen wieder aus dem Land. Und aber das ist natürlich, dann hat man natürlich immer noch das Problem mit der Distanz zu Deutschland und zu Europa. Jedes Mal, wenn du halt reisen willst, bist du eigentlich 24 Stunden oder 48 Stunden sogar unterwegs. Aber trotzdem ist das auch ein Bereich, wo ich mir denke, man muss halt eben, finde ich, auch solche Sachen als eine Art Herausforderung sehen, ja, und als Abenteuer, wenn man sowas machen will. Und bei mir ist es einfach so eine Prinzipiensache, wenn ich halt sage, okay, irgendwann ist der Geduldsfaden einfach gerissen und verarschen lasse ich mich halt nicht komplett. Und dann, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, wie weit es dahin geht. Hoffen kann man natürlich immer, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber ich finde, so vorbereitet sein oder auch informieren sollte man sich halt eben immer. Aber
Ja, also ich habe mich schon seit Jahren damit beschäftigt. Es war auch mal ein Grund, warum ich in den USA Wohnung gekauft habe, weil es war früher meine Idee, in die USA zu gehen, ja. Aber würde ich auch nicht ganz ausschließen. Für mich würde es auch noch eher machen als Australien, weil, sagen wir, Australien stimmt, das ist wirtschaftlich, politisch und so weiter gut, aber da ist genau das Argument, was Sie sagen, ja, das ist so weit weg vom Schuss, da bist du am Ende der Welt. Und ich bin doch jemand, der sehr viel Vorträge auch weltweit Ja, hält. genau. Ja. Ne? In Europa, in USA, na gut, in Asien wäre dann irgendwo, das wäre dann nicht so schlimm, aber da bist du schon irgendwo, ja, das ist wie in Deutschland, wenn du in Flensburg oder in Freiburg wohnst oder so, wo du irgendwo ein bisschen ab vom Schuss bist. So, ne? Ja, gut. Aber da haben wir wieder viele Themen gehabt heute und hoffen wir mal natürlich, dass es einfach gar nicht so weit kommt. Ich meine, wir müssen jetzt mal auch überlegen, wir haben noch 4 Monate und wir haben ja auch noch, dank Ihnen, schönen Dank, kommt ja auch noch das Video mit Christian Lindner demnächst. Da sind wir schon fleißig am Themen sammeln und wir haben ja noch die Möglichkeit, in 4 Monaten viele Videos zu machen, um eben auch noch mehr Leute zu erreichen, die halt eben sagen, hey, nee, wir wollen das gar nicht, dass es erst so weit kommt. Ja, also ich würde jetzt hier noch nicht irgendwie Ja, direkt also aufgeben wollen. nee, nee, das natürlich, ich habe absolut die Hoffnung, dass es nicht kommt, und ich versuche ja auch was beizutragen. Also ich persönlich, klar, ich bin ein bisschen befangen, weil ich bin seit 25 Jahren oder 26 Jahren in der FDP. Ich bin da nicht unkritisch, ich war von Anfang an kritisch und ich habe jeden Tag was zu kritisieren, und auch mit dem Lindner habe ich schon viele kritische Mails ausgetauscht, ja. Aber trotzdem, sagen wir, unterstütze ich jetzt auch mit Geld hier durchaus sonstigen Aktivitäten die FDP im Wahlkampf, ja, weil ich mal sage, es ist die einzige Hoffnung auch aus meiner Sicht, auch für denjenigen, der sagt, ich mag die FDP sonst nicht, aber nur wenn man mal logisch denkt, ja, entweder wir kriegen Schwarz-Grün, ja, wenn das für die langt, und das wird auch eine ganz negative Konstellation, weil da wird sich nicht die Grünen an irgendwo die Marktwirtschaftler in der CDU, die es da noch vereinzelt gibt, anpassen, sondern wird so sein, dass sich die CDU knallhart auf die Grünen-Position gibt, weil die auch selbst schon sehr weitgehend vergrünt ist. Ja? So. Und das heißt, man kann jetzt eigentlich nur Folgendes hoffen, dass es nicht langt, rechnerisch, für Grüne plus CDU alleine, sondern dass die FDP gebraucht wird. So eine Jamaika-Konstellation. Ja? Und ich bin auch der Meinung, der Lindner hat es das letzte Mal nicht gemacht, was ich auch richtig fand. Ja? Aber ich bin der Meinung, dass er es diesmal machen würde. Ja? Und dann könnte die FDP, sagen wir, das wäre auch keine Regierung, wie ich es mir vorstelle, natürlich. Ja? Aber sagen wir, die könnte dann das Schlimmste vielleicht verhindern in so einer Konstellation. Ja? Deswegen sehe ich das als die einzige realistische Chance an. Also entweder kriegen wir Rot-Rot-Grün, dann ist sowieso vorbei. Oder wir kriegen Schwarz-Grün, das sehe ich auch sehr skeptisch. Oder wir kriegen tatsächlich so eine mit der möglichst starken FDP. Ich meine, im Moment ist die FDP ja in Umfragen relativ gut bei 12%. Sie kennen ja mein Motto, setzt dir größere Ziele. Also ich habe gerade dem Lindner geschrieben, also meines 15 plus X müsste eigentlich unser Ziel sein. So, und da helfe ich auch dran mit. Und wie gesagt, da wird es jetzt viele Zuhörer geben, die sagen, ja, aber das gefällt mir nicht bei der FDP und das hat sie falsch gemacht und das. Dann sage Ja, ich, das wahrscheinlich ist bin ich sogar mit dir da einer Meinung, sicherlich, ja, aber wenn du eine musst ja. Partei haben willst, die 100% deine Meinung vertritt, dann musst du deine eigene Partei gründen. Da bist du auch wahrscheinlich das einzige Mitglied dann in der Partei, wo du sagst, jetzt kann ich allen zustimmen. Wir müssen ja ganz pragmatisch sehen, einfach im Moment mal, wie kann man die schlimmsten Konstellationen verhindern, auf welchem Weg. Und da sehe ich keine Alternative. Ja. Gut, ja, sind wir gespannt. Wir werden weiterhin aktiv bleiben und alles dafür geben. Und dann vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Danke, Und ja. schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Und ich freue mich schon wieder nach Mallorca zu kommen, werde ich 100% dann auch machen, wenn ich das zweite Mal geimpft bin. Dann. Ach so, letzter Tipp noch. Oder wieso, wo Sie mir vielleicht auch helfen können. Sie sind ja ein Fan von meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Absolut, Lösung. ja, absolut. Das gibt es jetzt in Spanisch. Ja? So, und Ah. ich schicke mal den ersten großen Artikel im spanischen Medium über das Buch und über mich zu. Ich gebe zu, ich kann Sehr kein gerne. Spanisch. Hab so mit Google Translate, aber Sie können es ja mal weiterleiten und vielleicht ein bisschen wir sollten sogar überlegen,
wenn ich nach Mallorca komme, ob sie ein paar Leute kennen, dass ich mal so eine kleine Buchvorstellung mache, wo ich das Buch dann in... Also ich kenne ein paar Leute vom Mallorca-Magazin und die haben ja auch eine Schwesterzeitung, ich glaube Ultima Hora heißt die. Und ja, da könnte man mal überlegen oder die fragen, ob es irgendwie möglich wäre, einen Artikel zu machen über das Buch in der zumindest mallorquinischen Zeitung. Ja, das wäre doch lustig. Nee, das wäre toll, weil ich bin jetzt sowieso, also ich habe sogar eine PR-Agentur jetzt für die nächsten Monate für Spanien beauftragt, die jetzt da verschiedene Sachen für mich arrangieren sollen, weil ja, ich will auch stärker, ich habe gerade so eine Weltkarte bei mir aufgehängt, wo ich überall auf der Welt aktiv bin. Ja, ja, genau. Also, genau. Südamerika ist bei mir noch ein bisschen nicht besetzt. Ja? Und da deswegen ist Spanisch so wichtig. Also, ich schicke Ihnen das gleich mal. Herr Backhaus, vielen Dank. Ja? Und schönen Tag dann noch. Ja? Ebenso. Danke. Ciao.